Jetzt kommt, ich würde mal sagen, Lieblingsgericht. Ja, und zwar ein Tandoori Chicken mit Naanbrot. Das sind die drei Hauptakteure. Tandoori Paste, Sahne. Achtung. Ich würde mal sagen, ordentlicher Schluck Sahne in den Topf. Und dann kommt so ein Esslöffel von der Tandoori Paste dazu. Da gibt es scharfe Tandoori Paste und weniger scharfe. Ja, bisschen Salz, eine Prise Zucker und ich habe so die mittelscharfe genommen, Herr Hensel. So, und das ist schon mal Garant, wirklich für die gute Soße. Schaut mich an. Ich schwöre. Ja, also wirklich super lecker. Jetzt kommt das Fleisch rein. Und ich lasse das Fleisch jetzt bei mittlerer Temperatur langsam gar ziehen. Ja. Es heißt ja Blitzrezept hier. Und jetzt Naanbrot, meine Lieben. Achtung, das sind die Zutaten. 130 Gramm Mehl. Ja, etwas Backpulver. Dann Salz. 50 Gramm Joghurt oder Quark und 50 ml lauwarmes Wasser. So, genau abgewogen und das gibt das Naanbrot. So, das ist ein wirklich sehr einfacher Teig, leichtes Rezept, das man so ein bisschen so schlampig auch zubereiten kann. Ich mache das jetzt einfach mal mit Handschuhen, weil das Ganze wird geknetet. Seid ihr bereit? Jo. Jo. Schön vorsichtig, dass wir keine Sauerei hier machen. So, dann geben wir doch noch ein kleines bisschen Wasser dazu. So, und den Teig jetzt schön kneten. Das Wasser, ich weiß nicht, habe ich schon gesagt, lauwarm. So, und jetzt so ein bisschen kneten. Das ist so ein schlampiger Naanteig, aber dieser schlampige Naanteig funktioniert wirklich super. Und jetzt nimmt man etwas Mehl. Ja, stell es einfach hin. So. Und wallt diesen Teig aus. So. Die Gummihandschuhe werden recycelt. So. Es gibt ein Naanbrot, okay? Seid ihr bereit? So, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche. Dann etwas von dem Teig. Also wenn der noch ein bisschen ruhen würde, ja, ist es prinzipiell kein Fehler. Aber ich mache das immer so, vor allem im Sommer, wenn ich grill. Das geht das rucki zucki. Hey, Kameramann, komm mal rüber. So, ich schalte hier auch ein bisschen zurück, ja, dass es nicht zu fest kocht. Soll ja gemütlich kochen. So, hier unser Naanbrot. Und jetzt mit dem Nudelholz den Teig dünn auswallen, ja, so dass man so diese Naanform bekommt. In die Pfanne Öl. Das kann jetzt normales Öl sein oder vielleicht sogar ein bisschen Sesamöl und dann den Teig rein. Bereit? Zack! So und jetzt backt der quasi so ein bisschen. Backt der ein bisschen und dann riecht man das Ganze auch noch irgendwie an. Achtung, schau, das kann ruhig heiß sein. Warte mal, ich gehe mal hier mit meinem High-End-Induktionskochfeld Full Power. So, eine Sekunde noch und dann schwenke ich das Ganze. Achtung, seid ihr bereit? Dann geht Deckung mit der saumäßig teuren Kamera. Achtung. Okay. Und? Sag was? Fein. Geil, wa? Ja. So, ich mache jetzt zwischenzeitlich ein bisschen klares Schiff. Und dann können wir das anrichten. Also, Blitzrezepte, schönes Tandoori Chicken mit Naanbrot. So, ausschalten. Und jetzt geht's los. Seid ihr bereit? So, schön Soße. Boah, und ich mache das oft. Freunde, ohne Witz, ich mache das oft zu Hause, weil es geht wahnsinnig schnell. Und alle sind happy. Und es ist ja nicht gefaked. Ja? Es ist ja so, ich habe das ja wirklich 1:1 gemacht für euch. Also, schönes Tandoori Chicken mit Naanbrot.
Blitzrezepte, liken, kommentieren und dann bin ich auch glücklich. Wir sehen uns.